Warum machen wir das übrigens, diese Veranstaltung, als Chemieverbände einladen, über Digitalisierung zu reden? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn wir in der Industrie über Digitalisierung reden, geht es meistens um die Technik, wie Maschinen verbessert werden können, wie WLAN verbessert werden kann, ähnliches. Hier und heute soll es um den Menschen gehen. Ich begrüße wie immer, das sagen wir immer in unserem Podcast, Professor Dr. Nils Köhn. Ja, und ich soll jetzt antworten natürlich wie immer, ich begrüße Herrn Patrick Breitenbach, meinen Kollegen. Wir nehmen aber das Ganze mal aus der soziologischen, philosophischen Perspektive, also immer mit der Frage verbunden, was macht es eigentlich mit der Gesellschaft und mit uns als Menschen? Wo führt uns das hin? Und deswegen auch so die provokante Frage, schafft uns Digitalisierung letztendlich ab? Wir können einfach frank und frei hier hochkommen und sich hier mit uns einbringen und mit uns gemeinsam diskutieren. Eine bestimmte Technologie verändert unsere Gesellschaft. Und die Frage ist dann, wie reagiert eigentlich Gesellschaft auf diese technologische Innovation? Man kann mit der EC-Karte bezahlen, auch sehr elegant. Also für den User ist das wirklich ganz nett, weil es geht schnell, man steht nicht an der Schlange, man kann es selbst machen. Auch da habe ich mich gefragt, kannte ich vielleicht die Person, die da vorher saß, weil ich da oft bin? Und wo ist die jetzt? Dann haben wir auf der einen Seite eine unglaubliche Produktivität. Wir haben aber ganz viele Menschen, die einfach für diese einfachen Tätigkeiten nicht mehr gebraucht werden, weil es Roboter machen, weil es Maschinen machen. Darauf eine Lösung zu finden, zukunftsfähig, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Muße und die Glückseligkeit eigentlich auch woanders zu tun, wo man jetzt nichts erwirtschaftet, sondern wo man selber in Kreativität komplett aufgeht, in diesem Flow-Gefühl. Die paar Philosophen, die sich da die Köpfe heiß geredet haben und nichts gearbeitet haben, die waren eigentlich Parasiten. Tiefen Arbeitnehmer mehr haben, die auch keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Wie wird das gelöst? Spüren Sie die Angst, die die Menschen teilweise vor der Zukunft haben? Einfach ihren Beschäftigten Sicherheit geben und nicht hingehen und sagen, die Digitalisierung ist die Riesenchance, die wir haben. Damit können wir 50% der Beschäftigten einsparen. Es kann mir keiner erzählen, dass er einen Kunden gut behandelt, wenn er seinen Mitarbeiter nicht gut behandelt. Also entweder spielen wir oben an der Spitze mit oder nicht. Das heißt, wir sind in einem Dilemma drin. Einerseits Grenzen setzen, andererseits, wenn wir es übertreiben mit den Grenzen, verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit.